Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Part, zu unserer Playstage-Reihe von Resident Evil 4, Baby. Ja, wir haben aufgehört, wo wir Ashley befreit haben, kurz durch das Dorf gegangen sind und ja, ich frage mich gerade, habe ich dieses Haus verpasst oder kann ich dahin noch zurück? Das ist jetzt die Frage, ob ich das euch jetzt antue, anstatt das so offscreen für mich zu machen. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier durchgehe, dann kommt jetzt schon, glaube ich, die Hausinvasion, wenn ich da mich recht erinnere. Aber wir gehen mal in den stürmischen Regen. Wir haben schon Ashley hier. So. Übrigens auch herzlich willkommen. Wieder ein Video. Ich habe ihn mir gegönnt, mal nach einem Feiertag. Ja. Hey! Not bad, right? Fragst du das Ashley, ob das not bad war, oder fragst du dich das Wow. Okay, das war jetzt relativ neu für mich. Ho! Hey! Das nenne ich doch souverän geklärt. Und vor allen Dingen, ich habe sehr viel Muni. In Smaragd, okay. Habe ich irgendeinen Schatz? Nö. Ich kann ja hier rein, ne? Ich weiß ja jetzt nicht. Ob hier noch was war. Wer macht diese ganzen Flammen hier an? Jetzt mal ehrlich, Leute. Habe ich hier überhaupt was vergessen? Nein. Like I said, it's dangerous. Stay close. Okay. Ist hier noch was? Nee, ich glaube nicht, ne? Also ich glaube, da kann man nur noch... Oh! Kann man jetzt nur noch den Schlüssel holen? Also, das Teil. Eine antike Pfeife. Und wenn ich da jetzt rübergehe, ne? Ich glaube, dann fängt schon die Invasion an, weil guck mal, hier ist der Merchant. In einer Ecke, wo ich das null erwarten würde. Got some rare things on sale, stranger.
Bomb. Bomb. Your valuables won't do you much good in Küchenmesser. The Küchenmesser. Schießpulver habe ich 13 von, da könnte ich jetzt wieder Shotgun-Munition machen. Ah, 20.000. Thank you. Ah, Punisher, Striker, Stingray, Killer 7. I still have some new items you might be interested. 20, ne? Mhm. What's that? Das ist zumindest. How have we procured these curiosities? Das ist zumindest eins davon mache. In meinem einen Teil. Einer meiner Playthroughs jetzt hier mache. Wilden, what can I do you for? Kaufen will ich nichts. Obwohl, oh, ein Highspeak. What you see is what I've got. Better to be overprepared. Am I right? Easy work. Crossing your T's, dotting your I's, that's the way to be. Stingray ist, die Striker ist komplett. Knife needs care every once in a while. Feuerrate. Could be the difference between life and death. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands. Boah, einfach anything else I can might want to take care of any leftover errands. Just before going this way. Ah ja. Ah, ich hab 3 schon. Oh Mann. Oh Mann. Naja. Oh Mann. Jo, mehr Flintmunition. Ich habe echt zu viel wieder, ne? Das ist auch mal. Aber ich, was ich von am wenigsten habe, ist Gewehrmunition. Das ist natürlich. Davon habe ich sehr viel, ja. Tun wir es einfach. Wir gehen einfach weiter da lang. Ich glaube, wenn ich da jetzt lang gehe, der ist schon offen. Ich würde zu gern wissen, was da oben ist, aber nö. Machen wir weiter. Ja. Die einfach ignorieren. You. Hey, listen, about earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name, Miss Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? And what are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now. In that case, here, help me. Ashley, quick, over here. Das ist echt eine saugute Idee. Okay. It's game time. Hordes of them against 2 of us. Oh, and let's not forget. This mob is made up of monsters. You done warming up? Hope you stretched. Yeah. Now if you'd shut up, we'd be good to go. Nee, ich lasse die mal alle durch für die Trophy. Das
das ist jetzt ziemlich schlecht, wie ich das Element. Nope. Ich bin nie unten geblieben. Ich bin immer hier. Out of the way. Ich bin immer hier nach oben gegangen. Thanks. What? Ja, Louis, du machst das schon. Was ich gucken wollte ist, genau, herstellen. Können wir noch was machen? Herstellen. Blendgranaten. Vorsichtshalber. Einfach vorsichtshalber. So, weil wir ja ein bisschen hier weniger Dingens haben, machen wir das. Das ist natürlich wieder. Das ist natürlich sehr schlecht. Wie ich das gerade mache. You got this. Oh, perfekt. Perfekt. Do something, would ya?
Oh. Ja, er kommt. Present for you. Siehst du? Einfach auf den konzentrieren und fertig ist die Laube. Ja, die Striker hilft viel aus. Dafür waren mir die zwei Granaten wert. Und ich habe nicht alle Schätze. Aber das war es mir wert. Aber voll blöd, dass ich die Wette einsammeln musste. Ashley, is this the first time you've coughed on blood like this? Do you want to start explaining? A cough, the blood, is caused by something called a plaga. Okay. You saw those people, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them like that. This, what you're experiencing, these symptoms, they're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with the surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Wait, you two? No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. Great, we're partners then. Hey, why are you... No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. We'll contact you later. Ich finde, Louis, der hat viel mehr Charakter bekommen als sonst. Und ja, meine Güte, no, das wollte ich nicht. Ich wollte mal gucken. Ja, da haben wir 0 Tode, 54 getötete Gegner, 27 Schaden. Meine Genauigkeit war auch besser. Ei. Aber die Zeit. Naja, okay, ne? Wir haben gutes Equipment, gute Waffen. Die Striker ist ja verdammt heavy. Halleluja, ey. Also, sozusagen mit meiner leichten Guerilla-Taktik hier geht es hier ganz gut voran. Oder beziehungsweise mit meiner Vorgehensweise Guerilla-Taktik hätte ich das jetzt nicht mehr. Hey, got a smoke? I do. The kind you like. Now where's the amber? Also Leute, ich gewöhne mich echt an die Synchro-Stimme. Beim ersten Mal war es ein bisschen etwas schlimmer. Aber jetzt nicht so, wo ich sage, oh mein Gott! Managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was, we get you out of here when you deliver the amber. No amber. Ich kann mich dann gewöhnen. Ist jetzt immer noch nicht details, huh? Das, was ich okay, erwarte, aber... I'll go get it now. How about that? Es ist jetzt echt nicht so mega schlimm. And I do have something else I need to get, too. This is Roost. I've got some bad news, Condor One. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find someplace safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor One, out. Let's go. What's gonna happen to me? Right now,
Let's just focus on getting out of here. Yeah, right. Ja, ich find's toll, wie Ashley, ja, sagen wir mal, im Resident Evil-Verhältnis wie ein Mensch wirkt, Fragen stellt, auch ganz normal reagiert, wie auf die Situation, die sie gerade hier durchleben muss. Und schon ist wieder hier ein Merchant. Okay, davon habe ich genug. War dein Gegner? I don't know. Ja, das ist sehr gut. Ich habe jetzt keine Granados für das kommende Ereignis. Das ist jetzt natürlich... Das ist natürlich not good. Ich denke mal, mit der Waffe hier, also beziehungsweise den Waffen, die ich hier habe, sollte das kleinste Problem sein, weil ich fand das jetzt gerade sehr kontrollierbar, was ich da gemacht habe. Ah, tolle Animation, wie er sich in den Wegen abschüttelt. Oh, Schießpulver. Kann ich da was machen? Ne? Nee, ich könnte mich mal ein bisschen heilen. Messer habe ich relativ wenig. Was ist hier los? Ja, ja. Die Plagas reagieren, deswegen siehst du die am Tage nicht. Wetter. Hey, 1500. Okay. Ich habe zwei davon, ne? Ich behalte die mal. Küchenmesser. Ich glaube, mehr gibt es nicht. Ne? Ja. Nope. Wilde, what can I do you? Ach. Verkaufen wäre nicht schlecht, ne? Ja. Well, well. I can certainly do something with this. That's good work, if I do say so myself. So, nur reparieren, nix großartiges. Still have some new items you might be interested in. Still interested in. That cash in your pocket or your life. Easy choice, mate. Stocking up while you can. Ich nehme das schon mal vor sich selber. I don't always have this in stocks. Come back. Any tough. Bergvilla. Kann ich dahin dort zurück? Das ist jetzt. Das ist die Frage. Schießpulver und ein bisschen Geld habe ich zurückgelassen. Weil ich will damit schwere Granaten herstellen. Dafür müsste ich aber jetzt ein bisschen was sammeln. Bei Blendys habe ich genug. Blendys habe ich genug. Wo ist er? Da ist er. Killer 7. Noch nicht. Kann man denn zurück? Glaube nicht, ne?
Ich meine, wir verlassen jetzt gerade die Dingens, die Dorfsektion. Und man kann nicht zurück. Egal was du tust, egal was du machst, it's closed. Okay, das werden wir uns nicht antun. So faul bin ich, dass ich nochmal neu lade. Ich wollte nur mal gucken, weil ich meine, wozu zeigt ihr mir das an, wenn ich das Gebiet doch verlassen habe, ne? So, ich werde dafür jetzt erstmal die Stingray brauchen. Ne? Das Gebiet. Ja, Leon, ich weiß. Er müsste auch ein bisschen, ich sag jetzt nicht, dass er Traumata erleben wird. Aber es hat ja auch geregnet während des Reconciliation. Keep moving, but quietly. Got it. Okay. Oh, I'll try. Podéis correr, pero no podéis esconder. ¿Dónde estáis? Sé que estáis ahí. That was bad. Guess we're doing this. Sehr souverän geklärt. Mir gefällt das. Mir gefällt das. Dafür kriege ich ziemlich viel Loot. Loot, 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 Baby. Kriege ich ein Schätzlein? Ne, gelben Diamant. Ich krieg nur Diamanten, kein Schatz. So, wie viel habe ich hier? Oh, oh, oh. Blindmunition. Alrighty. Man hätte auch hier schleichen können. Ist hier noch was? Man hätte hier schleichen können. Man hätte den auch in die Bärenfalle da reintappen lassen können. Ich weiß nicht, wie sehr der Schaden jetzt hoch war. Oder hoch wäre, wenn ich ihn mit dem Messer dazu gestochen hätte. Ich krieg echt fast nur Geld. Immer nur Geld. Geld, Geld, Geld. Ja, davon habe ich genug. Ich habe noch eine Granate. Und das habe ich gerade, habe ich die wahrscheinlich gerade gefunden. Oh, sehr nice, sehr nice. Aber mir fehlt noch eine Menge Muni. Beziehungsweise noch ein bisschen Gunpowder. Ich meine, ich würde schweren Herzens jetzt schon was für die Stingray herstellen. Ach komm. Ich werde die
blöden Tanten blenden, weil das ist mir doch deutlich wichtiger. Davon genug zu haben. Ich meine, ich habe eine Granate, aber eine leichte. Und sonst bin ich echt gut aufgerüstet. Damit du mir ja nicht da reinläufst, Ashley. So. Ach ja, hier gibt es ja auch noch was. Ja, ich hätte viele Wege machen können. Aber ich glaube, hier gab es nichts mehr, ne? Ne, das war's ziemlich. Okay, alles klar. Also die Striker kann ich euch wärmstens empfehlen. Das ist an sich eine sehr gute, ja, für die Massen durchgehend gut gemachte Waffe. Ihr habt es ja auch gesehen, wo ich gegen den El-Gigante da abgeballert. Ich dachte so, echt jetzt? War hier keiner? Ach du Penner! You're serious. Hey! Ashley! You hurt? No, I'm okay. Schießpulver. Ein Schätzelein? Come on, gib mir ein Schätzelein. Kelch der Buße. Okay, nothing else. Okay. Kelch der Buße. Ho. Holla, die Waldfee. Das ist so schön. Ja, dann gibt es hier noch die beiden Pfeffer. Schießpulver. Müsste jetzt eigentlich genug haben, um was herzustellen? Ah, MP-Munition. Wer braucht MP-Munition? Blendgranaten. Was kann ich damit herstellen? Nothing, außer Pistolenmunition. Wovon ich eigentlich genug habe, persönlich. Okay, das ist jetzt eigentlich die Sektion, wo man sagt, hier wurde was weggenommen. Weil du wirst hier gerade forciert. Diesen Bossfight zu machen, beziehungsweise gegen die beiden. Und es ist sure is quiet. Ja, das ist jetzt eigentlich die beste Gelegenheit, um hier durch die Gegend zu eiern. Nö. Oh, wieder. Nope, kein Bock. Rubin? Wow. So, jetzt erstmal gucken, ganz in Ruhe. Weil die Zeit nehme ich mir. Aber holla.
Ja, weil da kann man nicht durch. Ja, da kann man nicht durch. Du wirst dazu forciert, hier lang zu gehen. Aber erstmal in Ruhe gucken. Wenn etwas sehr wichtig ist, vor allen Dingen in Resident Evil 4, dann ist es die Vorbereitung. Hier war nichts. Okay. Vorbereitung ist die halbe Miete im Kampf hier. Okay, okay, okay. Noch was? Habe ich irgendwas? Okay, nee, gut. Mal hier gucken. Ja, da brechen die nachher durch. Okay, dann gehen wir hier mal hoch. Ich brauche das eigentlich nicht. Habe ich aber trotzdem. 9 Stück. Ja, okay. Okay, dann gucken wir nochmal durch. Wir haben Zeit. Handgranaten. Das ist an sich gar nicht mal schlecht. Oh, okay. Hier kommen wir nicht durch. Aber ich werde mich nachher hier platzieren. So, und da jetzt noch nicht runterspringen. Obwohl, ich könnte runterspringen. Und da raus, ne? So. Gewehrmunition. Holla. Ja, dann werden wir die auch gut nutzen. Nee, dann wird es hier. Ach, dann gibt es hier noch einen Fluchtweg, alles klar. Hier kann ich Ashley verstecken. Gut umgucken. Alles nochmal looten, bevor hier das Ganze angeht. Für meinen Geschmack zu wenig. Dann sollte ich das mal machen. 2 Granaten. Okay, okay, okay. Dann holen wir uns noch mal was. Ah, okay. Ein ganz einfacher Schatz. Den kann man sich sonst wo hinschieben. So, dann will ich mal gucken. Ja, der speichert hier schon, obwohl ich hier. Warte. Das Schloss kann ich ja hier schon irgendwie öffnen, ne? Ja, ich mach mir schon mal Routen auf. Okay, okay, okay. Ich glaube, das wär's. So, Ashley. Hide. What? Okay. So, ich würde das nicht machen, wenn ich muss. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, das hier so anzugehen. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Open. Gibt's nicht mehr? Okay. Alles klar. Ich habe jetzt nur die kleinen Granaten. Wir wollen mal gucken, how it works. Okay.
afraid. Sorry, didn't realize it was yours. I am flattered, but I'm a one-lady type of guy. Present for you. Okay, dann nehme ich meine alte Taktik wieder. Oh! Wo kommst du her? Oh, come on! Naja, okay, ich habe da ein bisschen Schaden gemacht. Oh, Ashley, du bist ja automatisch rausgekommen. Aber so dieser zentrale Punkt hier, umwerfen. Okay. Aber so, dieser zentrale Punkt hier, das ist, glaube ich, die beste Taktik. Alles zentriert zu machen. Okay, tatsächlich so wenig von? Uiuiui. Ah, okay. Are you hurt? No, I'm okay. I guess. You did well back there. Seems this isn't your first time running into creeps. I can't tell if that's meant to be a compliment. Das soll ein Kompliment sein. Ready? Schießpulver.
Bei sowas könnte man doch eine Figur verstecken, aber ich glaube, ich habe sie. Noch eine Blendgranate. Ey, ich habe so viele Blendgranaten. Was haben wir hier? So viele High-Items. Ey, ich könnte nur Blendgranaten machen. Naja. Hurry. Come on. Ah, jetzt kommt die Fluchtsequenz wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Come on! Requires cleansing. Ah, immer noch seine Power demonstrieren. Ashley, run! Ja, ich hab Waffen, ist mir scheißegal. Next. This way. Fertig. Lord Sadler? Wo? Naja, ey, ist egal. Das war jetzt verschwendeter Schuss. Listen, you're the one he wants. If we see him again, you run. What about you? I'll do my job. I do my job. Ich hab echt viele Handgranaten. Hey, das ist doch mal. Das ist doch mal nice. Bevor ich das Highspray benutze. I do my. Moment, was habe ich eigentlich zum Verkauf? Oh, 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 oh. Also weiß ich. Verkaufe ich natürlich nicht. Ah, der Schlüssel ist passé. Okay, dann kann ich den auch verkaufen. Okay, und dann noch die Munition. Dann habe ich 3 Edelsteine. Ah, das ist doch... Nein, warte. Gibt es hier keinen Baum? Gab es hier irgendwie noch sowas? Ja, weil hier ist der. Hallo, Stranger. Hallo. Welcome. Got a selection of good things on sale, Stranger. Ah, der wird schon zum Verkauf hier angefangen. Your valuables won't do you much good in the grave. Killer 7 am Arsch. Einsatzmesser, wo ist die Munition? Oder? So, und ich glaube, das war's, ne? Ja, davon habe ich 5 Stück. Stranger! Ooh, I'll pay a pretty penny for that.
Will that be all, then? That's good work, if I do say so myself. Das wäre eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, die Power zu machen, weil der Rest ist ja machbar. Knife needs care every once in a while. This kind of work is about finesse, stranger. Ich glaube, damit bin Little bit goes a long way. You see. Anything else I can help you with? Damit bin ich eigentlich confirmed. Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. Ich warte noch. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich ja, pleasant travels. Einer dieser Tickets zu bekommen. Ich glaube nicht, dass ich hier jetzt in der Pistole bin. Da habe ich Granaten, Alter. Sollte gehen. Okay, dann wollen wir es angehen. Ashley! So. Das Erste, was ihr machen solltet, ne? Guck mal, hier ist das. Rotes Kraut. Brauche ich nicht. Let's go. Leon! Ich habe ein paar Anläufe gebraucht, bis ich das sehr gut konnte. Sheesh. Pointless struggling. Abandon your body to the will of our God. You're a shitty missionary. You know that. Oh, Almighty. Grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run! Okay. Hasta luego. Hasta luego. God, I thank you for your gift. You want to get ugly? Let's get ugly. Behold. I should have known you were one of the bugs. Whoa. Wait. Da war noch was. Wo ist Leiter? Da ist Leiter. Könnte ich was herstellen? Ja. Such a big bastard. Weg mit dir, Baby. Ja, ich glaube, ich bin der große Freund hier dieser Strike. Days are over. Awa.
Ach nee, Leon. Das war fies. Sollte mal. Okay, muss mich darauf. Okay. Das war unerwartet schnell. Leon! 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 Quick! This place is coming down! Give my regards to your god. Okay. Das. Hey, you coming? Yep. Habe ich auch alles? Jo. Leon, hurry. Ah, ich habe da einmal Muni vergessen. So. You're welcome. Thanks. Fire's bound to catch their attention. Let's keep moving. Yep, duck. Leon, I'm not gonna turn into one of them, right? I won't let that happen. I promise. Ja. Dann versprich das mal. Okay. Boom! Einfach Explosion. Okay, Mendes haben wir aus dem Kopf. Ich habe wieder massig Pistolenmunition. Dafür habe ich aber... Ja, ich kann gar nichts herstellen. Excellent. Ich habe eine Granate genutzt. Ich glaube, das war aber auch nicht optimal. Ja, im Original ist dieses Auto eigentlich uns entgegengekommen. Uns hätte eigentlich noch ein Abschiedskomitee erwartet eigentlich, aber nö. Einfach nö. Ja. Willkommen in der Boxsequenz, meine Damen und Herren. Das war's mit dem Dorf. What's going on?
Well, at least we don't have to worry about being followed. Come on. Ja, an sich guter Cliffhanger. Ja, ich bin tatsächlich oft gestorben in meinem ersten Playthrough. Vor allen Dingen bei Mendes. Weil ich die mal mich so dumm angestellt habe. Ich war auch so zitzig beim Zielen und so. Keine Ahnung warum. Aber wie gesagt, zeitmäßig gesehen besser. Gegner effektiver. Ja, okay, sterben kann ich schlecht, weil ich habe ja jetzt die Weste. Also ich kann auch ein bisschen mehr ganz in Ruhe gucken und planen und schießen. Schaden habe ich am wenigsten genommen. Ja, meine Genauigkeit ist halt bla, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich weniger, etwas weniger kämpfe. Ich kämpfe trotzdem viel. Aber trotzdem, kommt ziemlich gut durch. Meine Güte. Wir sind jetzt bei der Hälfte, meine Damen und Herren. Bei der Hälfte. Kann das sein, dass Part 6 unserer PlayStation-Reihe zu Resident Evil 4 das letzte sein wird, wenn ich so gut weitermache? Hola, Luis here. You guys still around? Well, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. All right, Ashley. Luis just said... I got it. Yes, we better get going. Nee, da hinten ist noch was. Ba, ba, ba. Ba, ba. Holy! Geld. Money, money, money. Mhm. 12.000, einfach mal so. Ja, die drei behalte ich. Irgendwo, glaube ich, ich krieg noch. Ich krieg noch, Schätze. Das weiß ich. Got some new wares, Stranger. You're in for a treat. Ja, moin. Mein Gott. Erstens. Wie eng willst du das? Welcome. I've got something new for you. I'll buy almost anything. Küchenmesser, falls das Messer mal hops geht, was öfters passiert mit dem Einsatzmesser von Leon. Das Uhrmesser, was er hatte. Thank you. Okay. Got a selection of good things on sale, stranger. Messer immer reparieren. Give that the care it deserves, mate. Darüber muss ich mich jetzt nicht kümmern. Das ist nämlich das härteste von allen. Die Feuer, also die Ladegeschwindigkeit ist an sich sehr gut, aber die Feuerrate. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? Ich würde sagen, try that on for size. Machen wir das. Dann ist es so ungefähr die Mitte. Das gefällt mir, dann habe ich noch ein paar. Where would it? What can I do you for? Ein paar Sachen noch drin. Come back anytime. Ich weiß, ich vernachlässige komplett die Killer 7, aber die Killer 7 mache ich erst, wenn ich die Waffe voll habe. Denn die Killer 7, die. Das ist die Weapon of Choice, die ich später noch benutze. Oh Moment. Am Ende. Ja, also wir können. Pistolen gibt es die Sander mehr, ja, ja. Ja, hier wird so ein kleiner Ratgeber dir nochmal gegeben. Ah ne, wir sind jetzt erst bei Kapitel 7. Bullshit. Bullshit habe ich da erzählt. Wir sind noch nicht bei der Hälfte. Crossbows, huh?
Something tells me they don't want to be friends. Vera Las Plagas. It's got to be through that gate. Don't think our hosts are going to roll out the red carpet. Nope. Things just keep getting better. Ich glaube, das ist jetzt auch die Einführung. Gloria! Oh, Ashley. Du kannst mich echt mal. You okay? Ja. Oh, ich dachte, ich kann da vorbei. Ach, so einen Mist. Shit, Ashley. Wir können uns hier ganz normal bewegen, das weiß ich noch. Spinell? Wenn ich Spinell jetzt einfach so mal finde. Okay. Ach, du Penner. Hey, das ist gut. Mit der Stingray. Leute, mit der Stingray, Alter. Die halten ja so viel aus. Das ist ja absurd. Ja, ich ärgere mich auch gerade. What? Ach, come on, Alter. Willst du mich verarschen, Alter? Komm her, komm her. Ich mach dich mit der Punisher kalt, Alter. Laservisier. Na los, komm her. Wie blöd die getriggert werden, ne? Das ist absurd. Das ist echt absurd.
Was für ein Reward krieg ich? Ich glaub, der ist klein, oder? Haha. Na, wirf nochmal. Okay, Ashley, jetzt, komm mal. I guess this is their idea of a warm welcome. What? Ashley! Hey! Yeah, okay. Give me a break already. Man, 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 Ashley. Ja, ich muss leider. Also beziehungsweise es ist wichtiger, Gewehrmunition hier zu machen. Das ist gut. Ganz über den gekehrt. It's open. Go. Okay. Blöd oder was? Warst du nur? Okay. Okay, Moment, 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 Moment. Ich muss hier. Awesome. Laservisier is the best. Ich muss mir die Quest gleich nochmal anzeigen lassen. Ach nee.
war. Och. Ich kann die noch benutzen, oder? Game? Yes? Yeah! Ich glaube zu meinen, dass das ging jetzt, ja. Oder? Ach nee, das müssen die machen. For real? Scheiße. Ich meine, ja, okay, ich überspringe jetzt gerade eine Sektion, aber das sind so ein paar. Das ist jetzt ein bisschen. Not so good. Das geht echt nicht, oder? Das können die nur, das kann man nur mit einem Teil der Brust kaputt machen. Scheiße. Okay, da haben wir jetzt ein paar. Überspringen wir ein paar Items. Beziehungsweise, ja, die guten Sachen hier. Dann hoffentlich kann ich noch die blauen Medaillen gleich machen. Karte aktualisiert. Da ist einer, da. What? Da ist noch einer. Oh shit, ich glaube, ich hab's mir verbaut. Warte. Ich glaube, ich kann es hier noch machen. Ah, siehst du? No. Ah, ich kann es noch machen. Ah. Nothing is loose. Ja. Müssen wir hier rein. Da nochmal hier. Erstmal. Wo ist die? Da? Okay, wenn man da nicht jetzt drauf kommt, dann ist scheiße. Okay. Oh. Oh, wow.
Hallo. Natürlich erstmal die. Not so much. Ups. Wo ist der? Der soll da sein, der Kack. Ich weiß, dass ich den mal hatte. Who the fuck? Ah, I see it. Aber dafür brauche ich nur mein Laservisier. Nice shot. Und dann sind wir hier fertig. Yay. Und ich dachte, ich bin lost, dass das aufgeschossen werden muss. Oh Mann, du. Nee, aber das ist ziemlich gut, dass man vorher die Kanone schon machen kann. Dann ist man hier ein bisschen schneller unterwegs. Man kann die Gegner alle dezimieren und man muss hier nicht unnötig hier Dinge kaputt machen. War hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Nein, ich bin so ziemlich auch gut aufgerüstet. Ich kann auch so... Oh! Ich kann fast Magnum Ammunition machen. Aber ich brauche davon was. Ach, hier kommen wir erst rein. Look at this place. I mean, it's old, but... I mean, it's old, but... Fancy? Das wäre so dieses Wort, was ich jetzt droppen würde. So that's a request done and dusted, eh? Well, look at you, mate. Ja. I've got something new for you. Noch drei, dann könnte ich mir dieses Ticket machen. Und ich weiß, dass ich noch ein paar Challenges machen kann. Back is killing me. Also beziehungsweise die, haven't been kind to die ich definitiv hinkriegen würde. Ja, mal gucken, wie viel ich schaffe und dann würde ich mir auch eher die hier holen. Ah, für was würde ich das Spezialticket nutzen? Anything else I can help you with? Das ist natürlich the question of the question. I'll buy almost anything. Anything? But everything. Aber anything ist richtig. A deal well struck. Came into some other bits and bobs too. That's good work, if I do say so myself. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. I still have some new items you might be interested in. Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. Will it? What can I do? Don't get yourself killed now. Ich würde sagen, dass ich würde mir ja schon gerne diese ganze Gunpowder holen. Aber da sage ich mal nö. So. Da kommt jetzt nochmal The Battle of the Beasts. Ja. Ah ne, Salazar kommt ja gleich, ne? A most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Yeah. Me? Oh, please, call me Ramon. Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me.
now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy, how novel. Nonetheless, you see, girl must be ours. With a girl as the very source, your United States and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sat. Ja, der wird sehr krass angekündigt, so ja. You will comply. Anstatt du, dass du was von ihm yes. sehr viel siehst. Never. You are the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home, now that he has chosen death. Ja, come on. Hey, Sally. Was schickst du mir hier? Leon. Just stay close. Watch out! Oh, wow. Ficker. Ja, Leute ohne Waffe. You're hurt. Hey, let's take a break for a sec. I'll be fine. We gotta keep going. Hab ich alles? Nö. Oder? It's locked. Ah ja, dafür baue ich den Würfel, den kriege ich später. Den kriege ich später. Ah, okay. Ich meine, ja, man kann hier vorbeigehen, man kann hier Ashley schon mal hochschicken und man kann das ein bisschen... Man kann den Kampf ausweichen. This way. Aber ehrlich, that's crazy here. Wenn ich Sachen skippen will, dann mache ich das eher ein bisschen anders auf meine Art. Und das heißt jetzt nicht irgendwie skippen durch irgendeinen crazy glitch. I owe you one. Oder signifikant, aber ich mache, wie gesagt, ich werde nur die Sachen benutzen, die gameplaymäßig hier mir dieses Spiel möglich macht. So, what have we here? Ah, okay. Eine schwede Granate. Munition. Ah, machen wir noch einmal. Sehe ich mich bedroht? Ich würde sagen, einmal eine könnte. Ich habe ja vier Stück. Fünf sind zu viel. One way or another. Stiefelwasser. Sehr schön. Okay. Kurze Pause. Ich muss mal. Bis gleich. Okay, meine lieben Freunde. Gehen wir es an. Looks like we can continue on this way. Be careful.
Okay. You take it. Poor bastard. That's no way to go. So. But it's doch not the way. Ich krieg das? Echt? Ganz gut umgucken. Okay. Okay, let's fucking go. Das Licht ist verloren. Ashley, wieso stehst du so weit weg? Du kennst das Spiel, ne? Du. Die kennt es. Aber er kann dich hören. Das ist ein bisschen Bullshit, oder? Oh, das ist Bullshit. Der hat immer nur Hitboxen, ne? Also wenn man da hingeht, bloß Vorsicht. Nope. Mutter Billy. Da wollte ich jetzt nur mein Messer benutzen. Hm.
Da hat er doch ein bisschen länger gedauert. Ich habe echt gut viel Munition. Boah, an sich alles Sutsch. About the animals, though. Mal gucken, wie ich diesen einen Kampf, wenn ich da bin, klären werde. Aber bis dahin. You okay? I'm fine. Well, for now. Ich freue mich auch auf einen gewissen Raum, den ich glaube ich dieses Mal besser klären werde. Vor allen Dingen, weil ich ja jetzt die Striker habe. Oh, Spinell. Ist aber selten, dass man hier Spinells findet. Ich meine, das wäre auch viel zu einfach. Dann könnte man zu schnell gewisse Sachen hier. Gewisse Sachen hier so schnell kaufen, aber ich glaube, jetzt ist Rätseltime auch angesagt. Ja. Wow. Look at all of this. So, Seepferdchen ist nicht dabei, sondern nur die beiden, ne? It's just a replica. Only a couple of uses for it. Das ist schon mal wichtig. Das Eisenschwert nicht dahin. Das goldene Schwert auch nicht dahin. Puzzle God. Looks like it's telling some kind of story. Einfach nur Puzzle God. No. Ich meine, im Original 4 war das auch relativ anders designt. Da bist du auch ein bisschen mehr. Da bist du auch deutlich mehr Gegnern ausgesetzt. Gefühlt. Also vor allen Dingen in der Burg. Aber ich glaube, das ist auch nur Einbildung von mir. Ich habe das auch, wie gesagt, nicht mehr gespielt. Aber das hat alles funktioniert. Oh, zweimal Magnum-Munition. Okay. Okay, zwei. Ja,
ich gehe wieder hier so rum wie eine Oma. Aber es ist halt Dingen geschuldet. This is the same room as before, isn't it? I guess we just circled around. Leon, what are you doing? Don't even think about trying this yourself. Ach ja. Nicht Wales. Du musst ja diesen Schatz öffnen. Oh, und ich habe hier sogar was vergessen. Leon, over here. Ah, yes. Thanks. Thank you. Leon, are you kidding me? Jumping across chandeliers, seriously, who does that? What are you, my mother? Ja, Ashley ist echt hilfreich, was das angeht. Gab's hier noch was? Okay. Oh, ich kann es von hier greifen. Sehr schön. Nein, nein, nein. Vorsichtshalber schon mal. Shotgun Shells. Ich glaube, Shotgun Shells würde ich. Ah, einmal können wir noch. Dann habe ich genug, alles klar. Herstellerbonus. Salutations, Mr. Kennedy. Are you ready to hand over the girl? Not this guy again. I'm taking delivery of preparing. Na, schon mal aufmachen? Kann ich das schon mal abhaken? Du stöhnst mir ein bisschen zu viel, Ashley, aber das soll sie ja tun, ne? Schrank? Schrank geht nicht auf. Bist du auf? Nein. Bist du auf? Nein. Man denkt sich so. So, Helle. Warum? Ich sage, da kommen wir später hin. No good. Ich speichere mal so den Server. Beziehungsweise erstmal nehme ich meine Killer 7. Nee, nee. Nicht dich. Dich wollen. Ah. Bringt nichts. Ah, Aufbewahrung. Thank you.
So, wie sieht's aus? Alles durchgeladen. Blendis habe ich da. Heilung habe ich auch genug. Optimal gelegt ist es auch. So. Vorsichtshalber. Ich weiß ja nicht mehr, was kommt. Genau. Aber ich glaube, dass. Wie gesagt, der Speicherpunkt ist eigentlich nur dafür da, um den Durchgang hier zu machen. Oh no! The water room! This shit! Einfach this shit! Warte. Kann ich das? Wait, wie werden die getriggert? I don't know. Gut, dass ich Gewehrmunition gemacht habe. Mein Messer verbraucht sich. The entertainment. Na los, komm. You fucker! Twisty son of a bitch. One down. Leon, watch out! Whoa. Whoa. Huh? Glaube unten, ne? Oh, leck mich. Du kannst aber nicht wieder. Finde ich gut. Ich hätte eigentlich auch alle in einer Reihe abziehen können mit der Stingray. Warum ich das nicht gemacht habe. Was mache ich hier eigentlich? Scheiße! Ashley! Ah! Darauf habe ich keinen Bock. You okay? Ja. Darauf habe ich keinen Bock gehabt. Okay, wenn du da so stehst. I take it.
be bright. Ashley, geh weg da! Diese Frau manchmal. Aber mir gefällt, was ich hier bekomme. Wait. Aber der Water Room ist an sich sehr machbar. Mit den richtigen Ansatz und Waffen geht das. Das gefällt. Klar, es ist nicht der beste Raum. Ah, nee. Come on, Ashley. Come on. Whoa. Oh, fuck you! Leon! Put me down! Hang in there! No! So much. Leon, watch out! Come on! The fucking Stingray. They keep coming. Oh, fuck you. Body armor's not looking great. Oh, you fucker! Ah. Ah, da bist du, da bist du. You hurt? I'm good, thanks. Okay. Okay, das war echt gut. Ich müsste aber jetzt mal gucken. Oh, nice. Oh, das erste Mal das Messer tatsächlich kaputt zu sehen. Macht mich ein bisschen traurig. Was die Energie angeht, da kann ich die Schlange. Ich weiß nicht, braucht der Schlange? Ich behalte die nochmal. Great. Awesome.
not out of the woods yet. Man hätte jetzt sehr schnell hingehen können und sagen können, hey, die Fucker erledige ich so. Aber du machst ja tatsächlich ja nur kaputt. Damit du keinen Ärger hast. Weil Sniper sind ja schon echt miese. Miese Leute. Vor allen Dingen in dem Game. Aber ja. Okay, ich werde jetzt erstmal looten. Hier liegt was. Da liegt was. Top, don't you think? War da noch was? Lag hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Okay, ich hab noch ein bisschen, davon hab ich da ein bisschen. Alles klar. Over here. Okay. Ja, ich werde jetzt versuchen, etwas mehr mit der Punisher okay? das alles zu regeln. Yeah, I got this. I'll cover you! Don't stop! Oh shit! Okay, Momento uno. Du bist ein Fucker, weißt du das? Hallo.
Ja, okay. Das schafft sie. Okay, get back here. Das ging noch gerade so gut. Muss ich ehrlich sagen. Ashley, are you all right? Yeah, thanks. Einfach in den nächsten Raum gehen. Okay, wir haben uns ziemlich lange in diesem Water Room verhalten, aber das ist auch ein gar nicht mal so schlechtes Ende. Wie sieht's eigentlich aus? No. An sich sieht es gut aus. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Schlangen brauche. Aber Ashley. This way. Got it. Ja, die Sektionen werden jetzt ein bisschen länger. Alleine wegen den Kämpfen, aber ich glaube, das hier haben wir doch recht gut geklärt. Ah, wir sind auch fast, wie gesagt, wir sind jeden Kampf hier eingegangen. You sure you're good? Yeah. Na, das glaube ich nicht. Alles gut? Looks like the right place. You okay? I think so. Instead of worrying about her, worry about your own skin. Foolish little lamb. Hey, that's not the nut, that knife, was ich habe. Temperance, child. Dass es sich gar nicht Sorgen macht um das Messer, ne? Das finde ich fantastisch, aber hey. Ja, shit, Leon. Dein Messer ist... In Wirklichkeit müsste er es... Ah. Aber anscheinend hat sie das ja so hingeworfen. Man hat sie nicht gesehen, dass er da nochmal rankommt. Daher alles gut. Ah, nee, ich hab's ja. Nur in Kapitel 6 habe ich es nicht. 5. Ja, null Tode, eine Stunde haben wir hier verbracht. Da war ich glaube. Da war ich nicht schneller, okay. Weniger Schaden genommen, an sich gar nicht mal so übel. Jetzt sind wir bei der Hälfte, meine Damen und Herren. Aber. Die Session ist voll. Wir haben die 2-Stunden-Marke übertroffen. Da würde ich sagen, das wär's mit dem dritten Part zu unserer Playstage-Reihe von Resident Evil 4 Remake. Ja, wenn euch dieses Video Spaß gemacht hat, hinterlasst ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Resident Evil-Zeug bzw. meine Singleplayer-Playthrough, die ich Playstage-Reihe nenne, gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und ja, ich würde sagen, ich bin die K des Game Stage 5. Die Fighting Guys Talk Runde Folge Nummer 6 ist noch in Bearbeitung. Mal gucken, wie lange ich dafür brauchen werde, weil da ziemlich doch viel Input ist. Ich hoffe aber doch sehr bald. Ich
bleibe dran. Das ist nämlich ein ziemlich langes Ding wieder. Da ist ja auch ziemlich viel passiert. Ich werde mal versuchen, das irgendwann mal anders umzustrukturieren, weil die Folge wieder saulang geworden ist. Mal gucken. Vielleicht werde ich versuchen, einzelne Takes mal zu machen, um das vielleicht komprimierter zu machen. Aber das ist hier nicht Thema, meine Damen und Herren. Daher würde ich sagen, ja, ich bin Nikkei, das Game Stage 5. Und wir sehen und hören uns, wenn es heißt, ja, was ist jetzt mit Ashley? Was ist mit uns? Und ja, wie gut kommen wir durch die Burg? Alles klar. Reingehauen und hoch den Daumen.